Ja, hallo, ich bin's wieder. Für mich ist heute Montag. Ich war gestern auf dem Trödel und das war ein sehr erfolgreicher Tag. Ich konnte mir unter anderem diese beiden davon holen. Dann habe ich mir, weil ich es verrafft habe, ich habe es nicht mitbekommen, die 25 Jahre Pikachu-Matte hier von denen hier, die habe ich mir auf eBay Kleinanzeigen geholt. Und weil ich sie so mag, habe ich mir noch einen davon holen können. Die mache ich aber andermal auf. Davon kommt sowieso schon noch ein Video, wo ich auch von letzter Woche. Aber ich mag die Tragoran-Box, denn die hat bis jetzt immer gut gegönnt. So, fangen wir an. Machen wir nacheinander auf. Na, sonst wird es hier zu voll auf dem Tisch. Nicht lang schnacken. Rup, up. Zack. Für alle, die mal irgendwelche Messer oder weiß ich was versuchen benutzen. Hier, habt ihr gesehen? So einfach. Ja, wird euch sogar mitgeliefert in einigen Boxen. So, das hier kommt weg. Drehen es um. Hier haben wir unsere Promokarte. Das Kwaiyutsu. Sehr schön. Legen wir mal rein. So, und hier drüben sind Melonen von Boostern. Das hier habt ihr alles schon gesehen. Das, ne? Völlig uninteressant. So, hier sind wieder 1, 2, 3, 4, 5 mal schaurige Herrschaft. Die kommen mit auf den großen Stapel. Wenn wir alle öffnen, wenn ich hiermit fertig bin. Und dann gucken wir, ob sich das alles gelohnt hat. Na, das sieht ja heftig aus. Guckt euch das hier an. Mann, 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 Mann. Die sind ja heftig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fangen wir gleich mal mit dem hier an. Ah, gibt's uns Glück? Ja. Oh, komm her hier. Ein Bildchen von der Pokélisi. Und den packen wir weg. So, gucken wir mal, was hier. Ob ich das überhaupt aufkriege, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Eigentlich ist er nur ein bisschen verknickt, nenne ich. Naja, beim Einpacken. Die waren so gestresst. Ja, mich haben einige gefragt, warum ich den QR-Code zuhalte, damit jeder die Chance hat oder einige mehrere als immer nur die, die ihr Handy davor halten und scannen. Muss nicht sein, ne? Gib den anderen auch was ab. Dann haben wir alle ein bisschen Spaß. I'm you und was haben wir hier im ersten? Ha! Guck mal hier, hat er sich versteckt. Das Pi. Kann doch nicht wahr sein. Der hier ist für euch. Und das Pi machen wir gleich mal. Oh. Ui. Ui. Meine Perfect Size sind langsam alle. Muss ich ein neues Päckchen aufmachen. Aber bitte erst, wenn ich hier fertig bin. Ich habe ja noch ein paar Perfect Size Side In. Und noch ein paar Perfect Size Hard Hüllen. Muss ich noch kein Päckchen aufmachen. Ho! Ein Groudon. Ein Reshiram. Und ein Lunala. Und ein Code für euch. Da. Bitteschön. Ui. Celebration, Celebration. Weiter geht's. Mir fehlen noch einige, viele Karten. Wie immer noch das goldene Mew, was echt schön wäre. So ein Golrak auch, würde mir auch noch fehlen. Ein Dialga und ein Forschung des Professors. Das Nachtara haben wir schon. Das schimmernde Karpador auch. Karpador, ja, auch schon. Ja. Aber ich habe noch nicht einen der Starter, noch nicht, also noch nicht Glurak, Visasam oder Turtok fehlen mir noch. Mir fehlt noch das Mewtwo in EX, GX, ja, keine Ahnung. Xerneas, Kyogre und ein Solgaleo. Ja. Was fehlt denn noch? Ja.
Hier, wie heißt sie? Xernias in EXGX, also die große, ja. Was fehlt denn noch? Vielleicht gucken wir nachher mal zusammen in meinen Ordner, was mir noch fehlt. Vielleicht kann ich auch was einordnen, wäre nicht schlecht. Ah ja, genau, das schwarze Zekrom fehlt noch. Die schwarze Karte. Ein Pikachu. Ja. Juhu! Nach Tara zum zweiten und die ist so schön. Und es lohnt sich für mich, die wegzutauschen. Nach Tara. Ja! Yeah. Oh. Ich freue mir. Ich freue mir. Wenigstens eine andere große, wertvolle Karte doppelt zum Tauschen. Ich komme meinem Glurak näher, wenn ich sie nicht selber ziehe. Was ich aber nicht glaube, denn seitdem ich hier aufnehme, ja, ist mein Glück weg. Kann sich alles ändern, aber bis jetzt ist mein Glück weg, seitdem ich das hier alles aufnehme. Vorher zweimal Shiny Glurak, einmal Rainbow, das Rainbow Pikachu auch ganz schnell gezogen. Und dann habe ich gesagt, nehmen wir auf. Und seitdem, naja, Cosmog, Yveltal, ein Dialga und ein Lunala. Na, ich schätze mal, weil hier jetzt das Nachtara drin war, wird in der Box nicht mehr viel kommen. Aber ich lasse mich überraschen. Ich meine, ich habe die Box fast wieder raus, nur hiermit, dadurch. Das heißt, es tut mir nicht weh, wenn hier nichts mehr drin ist. Und es freut mich umso mehr, wenn noch was drin ist. Ein Kyogre. Ein Ho-Oh. Ein Zekrom. Und ja, Forschung des Professors. Sehr schöne. Schöne Karte. Nicht viel wert. Aber zum Tauschen. Und wenn nicht, gebe ich sie als Goodie auf dem Trödel für irgendwelche Kids, denen das Spaß macht. Denn teuer ist er nicht. Und mal gucken. Ich meine, die Kids mögen die eigentlich nicht, die komischen Trainer Full Arten. Die sind für die völlig unwichtig. Da stehen keine KPs drauf. Ich muss immer wieder grinsen. Ich habe so einen Ordner und da sind eine Seite voll mit Trainer Full Arten. Die wird immer weitergeblättert. Die interessiert die Schnulliguli. Die wollen KP-Punkte. Der Rest ist egal. Ist lustig. Ist sehr lustig. Ja. Zekrom. Cosmog. Xerneas. Und Forschung des Professors. Und ein Code für euch. Bitteschön. Noch zwei Packs. Mua. Los jetzt. Ja, ich mache die so auf, falls ihr euch fragt, weil ich Angst habe, die Karten zu zerknicken, wenn ich sie anders aufmache. Ich krieg die Packung ja nicht auf. Reshiram. Palkia. Dialga. Und ein Solgaleo. Und ein Code für euch. Ja. Letztes Päckchen in dieser Top-Trainer-Box. Die nächste machen wir gleich auf. Fühlt sich hier komisch an, so ein bisschen fluffelig. Die hatten echt zu tun. Die mussten echt auf Hochdruck das alles herstellen. Und hier, ja, merkt man. Groudon. Ein Cosmoboom. Und ein Zamazenta in V. Naja. So schlecht war die Box nicht. Aus 10 Packs. Ein Pi, ein Nachtara, ein Pikachu, Forschung des Professors und ein Zamazenta. Oh, einpacken. Hey, komm her hier. Ihr kommt dahin. Nein, geht da weiter? Ja, ich bin gerade auf die Maus gekommen. So. Und jetzt, wo ist er? Hier ist er. Geht's weiter mit Rub-Up. Wir gucken hier so.
Zack. Alles offen. Nix Messer, nix Fingernägel. Nix kaputt machen. Pin. Pin. Der wird euch immer mitgeliefert. Für mich ist es auch kein Pin, sondern mein Öffner. Oh, dann schieben wir mal hier. Hier haben wir nochmal. Da haben wir sie wieder. Kein Jutsu. Ja, kommt da drüben hin. Und 15 Mal Rob-Op. So. Oh. Weg damit. Hier sind wieder 1, 2, 3, 4, 5 Mal Schaurige. Weg auf den großen Stapel. Ich freue mich schon, wenn ich die alle auf einmal aufmache. Müssten jetzt so schon etwas über 30 sein. Nur von Schaurige. Farbenschock und Kampfstil kommen noch dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weiter geht's. Ein Nachtara. Nachtara zum zweiten Hammer. Doch, vier. Es scheint aus, als ob da fünf Karten drin wären. Groudon. Cosmog. Yveltal. Lanula. Lunala. Und der ist für euch. Ich bin 45. Ich bin auf Arbeit mit der dritt- oder viertjüngste. Also sind nicht mehr viele. Da kam heute echt ein Kollege zu mir. Hallo Thorsten. Schöne Grüße. Ey, Momo, was habe ich gehört? Du machst da sowas mit Pokémon-Karten? Was ist denn das? Ist ja Hammer. Ja? Selbst die. Hallo Thorsten. Ja, mir macht das Spaß. Groudon. Und ein fliegendes Pikachu in V. Und ein Code für euch. So, jetzt müssen wir die anderen. Jetzt müssen wir die hier nehmen. Zack. Na komm. Tada. Aber dadurch sind die immer so ein bisschen gebogen. Das gefällt mir gar nicht. So, tut mir leid. Ihr müsst eine Sekunde warten. Ich muss den Schrank aufmachen. Und ich muss meine Sleeves rausholen. Ja, habe ich wieder aus dem Laden geklaut hier. Was heißt geklaut? Ich habe ob ich die Kasten mitnehmen darf. Und wir nehmen die Perfect Size. Die hier nehme ich eigentlich mit am liebsten. Sind aber auch die teuersten. Aber was ist schon mit Geld, wenn ich so viel Kohle für Pappkarten ausgebe? Kann ich auch ein bisschen Geld für den Schutz der Pappkarten ausgeben. Nehme ich lieber die teureren. Und ich nehme auch lieber die teureren Ordner, die mit dem Reißverschluss, Mann, geh auf hier, die mit dem Reißverschluss, die Zip-Dinger. Da sind sie für mich am besten geschützt. Sie gehen so rum auf, also so rein in mein Päckchen, so. Ah. So, kurze Unterbrechung, weiter geht's. Mich hat nämlich mal jemand gefragt, welche Sleeves ich benutze. Aber es sind immer unterschiedliche. Die ich jetzt habe, die mag ich am liebsten. Palkia. Aber es gibt auch günstigere. Ihr müsst nur hier bei den in dem großen Online-Shop da. Von der Amazon da. Die ab und zu findet man da richtig coole Angebote. Man muss halt ein bisschen suchen, ein bisschen runterscrollen, ein bisschen weiter unten. Und irgendwann findet ihr den Trottel, der da 10 Päckchen für einen Preis von 3 oder 4 eingestellt hat. Manchmal machen die sowas. Haben sie sich halt. Und wenn man dann schnell zuschnappt. Ha. Von denen, die ich gerade euch gezeigt habe, habe ich 10 Päckchen inklusive Versand für 17 Euro geholt. Ja, das machen wir. So ein Ding kostet, glaube ich, 4 Euro alleine ohne. Oder etwas. Ja, Lupamentas. Lupe Mentas. Habe ich schon, aber egal. Und nochmal in Forschung des Professors. Und der hier ist für euch. Bitteschön.
Oh, ganz frisches. Hier. Sehr schön. Die gehen ganz soft drüber. Es gibt nur welche, die sind ein bisschen enger. Die muss man richtig. Ja. Ich meine, so macht ja schon Spaß, ne? Kennt ja schon, ne? Wenn den Gummi so ganz hart darüber fliegt. So, bis jetzt haben wir ein fliegendes Pikachu und ein Lepomentas aus dieser Box. Mal gucken, ob hier noch was kommt. Mit einem Ho-Oh, einem Zekrom, ein Cosmowurm und ein Seychen. Zamazeichen und Zamazenta. Zatchan und Zamazenta. Bitteschön. Eine mehr für die Kids auf dem Trödel, die V-Karten. Ich habe gehört, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin ja erst mit Flammende Finsternis, habe ich ja erst angefangen. Die haben die alle gehatet, die V-Karten. Die Kids und auch so, die fanden die alle doof und die wollten alle ihre GXen und EXen und deswegen fragen die mich auch immer danach und gucken mich immer an, als was ich für ein Vollihonk bin, weil ich sage, die interessieren mich nicht. Die gefallen mir nicht und die interessieren mich nicht. Ich habe erst später angefangen. Da kommt immer so ein Blick von den Kleinen. Die können ja nicht, die können ja mit ihren Blicken nicht lügen. Geht ja nicht. Und man könnte lesen, was ist das für ein Spacko? Der mag die nicht. Der ist ja doof. Der hat ja gar keine Ahnung. Aber es ist so. Ich mag die V-Karten und die davor gefallen mir nicht. Hier kommt Team Rocket, die Trainerkarte. Sehr schön. Habe ich auch schon, aber was zum Tauschen ist nicht. Ja, gefällt mir. Und ein Lunala. Und der ist für euch. Bitte schön. Oh, dicker Haufen hier mit Bulk. Mit Hölle Bulk. Bitteschön. Hier. Wir haben noch vier Stück. Naja, ein Nachtara bis jetzt. Die Box war aus 6 Packs 1, 2, 2 und 2. Also ich habe schon bessere Hitraten gesehen und auch gespürt. Aber egal. Nicht über das meckern, was man nicht hat, sondern immer freuen über das, was man hat. Ja, ich habe noch ein Pikachu. Ich freue mich. Ja. Olle Pobito hat es gesagt und ja, ich glaube auch noch andere. Eine wunderschöne Karte. Aber so oft, wie man sie zieht, verliert einem, geht einem die Freude an der Karte echt schnell verloren. Das einzig Gute ist, die mal auf dem Trödel so den Kindern einfach mal, hier, nimm mit, schenke ich dir. Oh, da bist du der König, der King. Ja? Meine bin ich sowieso schon. King Pokémon. Der, naja, nicht Kinderschreck, aber ich fühle mich manchmal echt wie der Rattenfänger von Hameln, wenn ich da stehe und 15 kleine Kinder mich angucken. Also 30 kleine Augen. Dahinter stehen die Eltern und grinsen oder ziehen eine Floppe, je nachdem, wie sie dazu stehen. Und nochmal Team Rocket. Zweimal in einer Box. Und Forschung des Professors. Ist auf jeden Fall lustig. Und was ich voll Hammer finde an Pokémon, es ist egal, wie alt die Person ist und es ist egal, ob männlich oder weiblich. Es gibt da kein Klischee. Bei mir stehen die Frauen und Mädchen genauso wie die Jungs und Männer. Und sabbernde Münder und glitzernde Augen haben sie alle. Ja? Alle, egal ob männlich oder weiblich, egal wie alt. Oder jung. Lugia, Zekrom, Yveltal und nochmal die Forschung, die, ja, nochmal Forschung des Professors. Viel zum Tauschen. Mann! Halt, ich habe vor 2 Minuten gesagt, nicht ärgern. Jetzt ärgern. Nein, Mann. Ich sende positive Energie zu euch. Tada. Last Pack Magic. Let 20 Stück hatten heute. Die 10 schaurige Herrschaft, die kommen ja irgendwann später.
wenn ich genug habe und ich keinen Bock mehr habe, hier Zelebration zu öffnen, dann werden wir gucken, ob die anderen Packs, die da immer mit drin waren, ob die sich überhaupt gelohnt haben. In meinem Kopf rechne ich eigentlich die immer gar nicht mit. Und deswegen ist eigentlich hier so ein Päckchen hier echt teuer mit 4 Karten. Aber ist halt so. Xerneas, Ho-Oh, Zekrom und noch ein Säckchen in V. Der ist für euch. Bitteschön. Ja. Es waren doch wieder einige Hits mit drin. Das nach Tara ist für mich selbstverständlich. Mit der Overhead habe ich was zum Tauschen. Denn ich möchte das Glurak haben. Ich sag Dankeschön, ihr dicker Stapelbulk. Ich sag Dankeschön. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich mache jetzt noch die Dragoran auf. Bis dann. Tschüss.